S1, 10 Minuten, Leipzig, Miltitzer Allee, Leipzig-Stötteritz, 10.47 Uhr. Fahren Sie eine S1 ostwärts durch den Citytunnel Leipzig. Fahrzeug, Baureihe 1442, Talent 2, MD, 118,8 Tonnen Zuggewicht, eine dreiteilige Einheit und eine Zuglänge von 54,2 Metern. Und damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in Train Sim World 3 auf dem PC. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise und heute begrüße ich euch auf der ältesten deutschen Train Sim World Strecke. Ja, wir werden auf dieser ältesten Train Sim World Strecke, die nennt sich Rapid Transit, eine kurze Fahrt machen und zwar mit der S-Bahn Linie S1 durch den Leipziger Citytunnel. Und wir starten im Leipziger Citytunnel und zwar an der ersten Station des Leipziger Citytunnels. Das ist die Station Leipzig Hauptbahnhof Tief. Kurz hinter dieser Station, da geht es wieder an die Oberfläche und wir übernehmen unseren Zug, die S-Bahn der Linie S1. Die ist aus Leipzig-Miltitzer Allee hier angekommen und fährt bis Leipzig-Stötteritz und wir fahren das Teilstück von Leipzig Hauptbahnhof durch den Leipziger Citytunnel bis hin zur Station Leipzig MDR. Wir fahren eine dreiteilige Einheit vom Talent 2 in der passenden Lackierung der S-Bahn Mitteldeutschland. Und ja, Fahrgäste steigen ein und aus. Ich würde sagen, wir springen mal in unser Fahrzeug. Und hier ist das etwas besonders, wenn ihr hier eine Fahrplanfahrt macht. Ich lege jetzt erstmal die Bremse an. Und dann müssen wir hier nämlich erst einmal die Parkbremse bei diesem Fahrzeug lösen. Das habe ich auch noch nicht erlebt, dass dies bei Fahrplanszenarien angezogen ist. So, jetzt schließen wir die Türen, können losfahren, sollen in gut 30 Sekunden schon an der ersten Station eintreffen. So, die Frage ist, kann ich jetzt losfahren? Nein, kann doch nicht losfahren. Das heißt, wir prüfen mal, ob wir hier vielleicht nochmal den Trennschalter schließen müssen und dann können wir es probieren. Das ist immer manchmal bei den älteren Strecken leider etwas unterschiedlich. Da können wir, ja, da können wir eigentlich als Spieler oder Spielerin wenig machen. So, schalten uns noch die Scheinwerfer richtig ein, da wir ja durch den Tunnel fahren. So, unser Zug, wie gesagt, ist ein Talent 2 in der Lackierung, der ist bei Mitteldeutschland. Der wird zusammen mit dieser Strecke ausgeliefert. Die Strecke Rapid Transit genannt, verbindet Markkleeberg-Gaschwitz mit dem Leipziger Citytunnel und dann geht es weiter über Delitzsch, Bitterfeld bis nach Dessau. Es ist eine Strecke, die sich primär dem Personenverkehr widmet. Also hier ist Personenverkehr das absolute Hauptthema. Ihr könnt mit diesem Zug einen sehr großen Teil der S-Bahn Linie S2 der S-Bahn Mitteldeutschland fahren, und zwar von Markkleeberg bzw. von Leipzig-Konnewitz bis nach Dessau mit Halt an allen Bahnhöfen und dann auch noch Teilabschnitte der S-Bahn Linie S4 von Leipzig Messe bis nach Markkleeberg-Gaschwitz und Teilabschnitte der Leipziger S-Bahn Linie S1, was wir ja gerade machen, das sind dann die kürzesten Umläufe, die gehen nur durch den Citytunnel bis zur Station Leipzig MDR. Ja, die Strecke, wie gesagt, ist die älteste deutsche Train Sim World Strecke. Ursprünglich im Dezember 2017 für das damalige Train Sim World erstmals veröffentlicht. Dann konnte sie in die ganzen Nachfolgespiele immer übernommen werden. Und ja, die Strecke hat eine Länge von, glaube ich, gut 70 Kilometer. Und ich meine, es sind 25 Stationen entlang der Strecke, die wir anfahren können. Also schon eine der längeren deutschen Strecken. Wie gesagt, das Fahrzeug, was wir fahren, der Talent 2, der ist hier mit bei dieser Strecke enthalten. Und ansonsten könnt ihr additionell, wenn ihr das wollt, hierfür noch eine Baureihe 182 mit Doppelstockwagen als DLC kaufen. Da gibt es dann noch so ein paar Expresszugaufgaben, die ihr dann spielen könnt. Außerdem, falls ihr ein DLC besitzt und installiert habt, wo die Baureihe 143 dabei ist, dann könnt ihr auch zwischen Halle und Dessau auch mit dieser Personenzugfahrten übernehmen. Wie gesagt, die älteste deutsche Strecke und gleichzeitig eben auch die erste deutsche Strecke, die es damals für Train Sim World gegeben hat, und sie hat schon ihren gewissen Charme, bietet zwar jetzt, was das Fahren angeht, relativ wenig Abwechslung, aber an und für sich hat diese Strecke sehr viel Charme und schon so ein bisschen das Besondere der Leipziger Citytunnel, den gab es ja damals zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht für irgendwelche Eisenbahnsimulatoren. So, jetzt haben wir uns hier
an der zweiten Station schon fast verbremst. Mal gucken, ob wir noch aussteigen. Ja, geht noch. Zum Glück. Also, Leipziger City-Tunnel, der wurde im Jahr 2013 eröffnet. Da ist dann auch dieses S-Bahn-Mitteldeutschland-System in Betrieb gegangen. Vorher hatten ja die Städte Leipzig und Halle so ihre getrennten S-Bahn-Strecken. Also die Leipzig hatte, glaube ich, zwei S-Bahn-Linien und Halle hatte eine S-Bahn-Linie. Dann hat man irgendwann mal beide Städte mit einer S-Bahn, das war damals, glaube ich, die S10, das hat man dann irgendwann mal verbunden und das dann natürlich nebenbei auch diesen Tunnel gebaut und dann irgendwann dieses S-Bahn Mitteldeutschland, das S-Bahn-Netz Mitteldeutschland in Betrieb genommen. Und die S-Bahnen hier, die fahren teilweise sehr weite Strecken. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine S-Bahn-Linie, die fährt von Leipzig, das ist, glaube ich, auch... Ich weiß die Nummern jetzt aktuell nicht. Es geht bis Magdeburg, gibt es Verbindungen. Es gibt sogar Verbindungen bis nach Hoyerswerda. Das ist dann schon über 100 oder 150 Kilometer von Leipzig entfernt. Also sehr weit im Osten, in der Lausitz. Also das ist und dann geht es natürlich auch sehr weit nach Süden. In Richtung Reichenbach und Vogtland und in Richtung Zwickau. Da gibt es teilweise noch solche S-Bahnen, solche SXS-Bahnen, die dann... im Prinzip sowas wie ein Regionalexpress sind, also nicht an jedem Bahnhof halten, sondern nur an den wichtigsten. Also es ist ein sehr, sehr großes Netz. Und zum Einsatz kommen halt eben auch diese Fahrzeuge des Typs Talent 2, die, was wir ja auch gerade fahren, meist dann in Doppeltraktion. Und das ist ja für sich schon eine tolle Sache. In diesem Tunnel und so weiter, der war auch damals, wurde, glaube ich, Anfang der 2000er Jahre angefangen zu bauen, war auch sehr umstritten. Es sind vier unterirdische Stationen, Leipzig Hauptbahnhof Tief, Leipzig Markt, Wilhelm-Leuschner-Platz und jetzt hier die Station Leipzig Bayerischer Bahnhof. Hier gibt es auch eine kleine Besonderheit und zwar dieser Portikus vom Leipziger Bayerischen Bahnhof. Das ist so dieses Empfangsgebäude. Das musste, bevor man hier den Tunnel gegraben hat, angehoben und versetzt werden. Dann hat man den Tunnel gegraben und dann hat man das, glaube ich, wieder angehoben und wieder an seinen Ursprungsort zurückversetzt. Und das war technisch auch ein ziemlich großer Aufwand. Ja, die Fahrzeuge, finde ich, sind sehr gut gelungen. Also man sieht auch, dass sie der Talent 2 ja auch ja, detailliert, also außen wie innen auch so detailliert wirkt. Man hat da auch wieder auf viele Details geachtet. Zum Beispiel gibt es in den Zügen auch hier dieses Kinderspieleck, was es ja auch wirklich erstmal in Mitteldeutschland gibt. Also da hat man wieder sehr viel Liebe zum Detail walten lassen. Und wie gesagt, das war eben die erste Deutschstrecke. Es war auch, glaube ich, die erste elektrifizierte Strecke, die es damals für Trains in World 3 gab. Die vorherigen Strecken, das waren ja Great Western Express und Sandpatch Great, waren beides Dieselstrecken. Also hier hat man vieles Neues dann mit reingebracht. Ihr könnt euch die Videos zur ersten Version zum Release von dieser Strecke, die könnt ihr euch sogar auf meinem Kanal noch anschauen. Habe ich euch damals sogar Videos dazu gemacht. Die ist im Dezember noch vor Weihnachten rausgekommen. Und ja, ist nicht schlecht. Ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass man auf dieser Strecke generell keinen Fernverkehr übernehmen kann. Das wäre ja zwischen Dessau und Bitterfeld möglich. Und dass man zum Beispiel hier auf dieser Strecke auch keine Güterzüge fahren kann. Das wäre auch auf Teilabschnitten theoretisch möglich. So, jetzt nähern wir uns schon unserer Zielstation Leipzig MDR. Hier hat auch das der gleichnamige Rundfunksender seinen Hauptsitz hier, also der Fernsehsender MDR, Mitteldeutscher Rundfunk, der sitzt hier in Leipzig und der Radiosender, der sitzt, glaube ich, soweit ich weiß, in Halle-Saale. So, jetzt müssen wir erstmal auf 45 runterbremsen oder auf 40, denn ihr seht, das nächste Signal zeigt halt, ist ein, aber mit Glück, dass der uns jetzt hier nicht zwangsbremst, das hätte er nämlich eigentlich jetzt machen müssen. So. Das ist natürlich ein bisschen schade, denn Leipzig-Stötteritz, die Station, die wäre, glaube ich, nur noch eine Station hier entfernt. Dann wäre der Zug an seinem Ziel, dass man die hier nicht integriert hat und auch nicht nachträglich integriert hat. Ihr könnt euch ja auch mal, wie gesagt, die ersten Videos hier zu diesem DLC auf meinem Kanal anschauen. Da werdet ihr auch den Unterschied merken, denn die Strecke Rapid Transit hat, wie fast alle alten Strecken, ihr seht es an der Himmelbox, also an der Skybox oder hier an den Zugzielanzeigen, nämlich nachträglich natürlich auch ein Preservation-Update bekommen.
Und da wurden halt diese Abfahrtstafeln an den Bahnsteigen nachgeliefert und eben diese ganzen Himmeltexturen und das Ganze wurde dann auf aktuellen Stand gebracht. Und für die Strecke gab es ja sogar den zweiten Fahrplanmodus aus dem Jahr 2021. Ihr könnt also wählen nach dem originalen Fahrplanmodus, da sind nur Fahrten der S2 möglich, oder eben den Fahrplanmodus aus dem Jahr 2021. Da könnt ihr noch Teilabschnitte mit anderen Linien befahren. Ja, und die Zeit stimmt ja fast genau mit 9 Minuten. Denn in der Liste wird das mit 9 Minuten angegeben. 9 Minuten, 2 Sekunden haben wir gebraucht. Wir kriegen für diese Fahrt die Goldmedaille und haben den Leipziger City-Tunnel erfolgreich durchquert. Ja, war ein sehr kurzes Video. Das hat bei mir einfach aktuell mit der Zeit zu tun. Das heißt, die nächsten Gameplay-Videos zu Transom World 3. Es wird die Woche über Videos Videos zu Transom World 3 geben. Da habe ich mir 3-4 Specials für euch überlegt, die vielleicht den einen oder anderen interessieren. Da kommt am Sonntag, Dienstag, Donnerstag und Samstag was. Und die anderen Tage versuche ich jetzt noch ein bisschen kürzeres Gameplay zu euch zu machen. Mir fehlt leider die Zeit, um jetzt hier ein längeres Szenario oder so zu spielen. Aber ich gelobe Besserung. Ab August wird das Ganze hier wieder entspannter. Da wird es auch wieder längere TSW-Videos geben. Und da wird es auch seit langem mal wieder Train Simulator Classic geben. Also da könnt ihr euch schon auf einen schönen Spätsommer und Herbst hier auf diesem Kanal freuen. Da sind wir ja auch alle gespannt, was wird denn nun eigentlich für TSW 3 im August angekündigt. Ja, also viele vermuten, dass da irgendwas in der Entwicklung ist. Aber was das genau ist, das weiß aktuell noch keiner. So viel dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir eure Meinung zu Rapid Transit in die Kommentare. Besitzt ihr diese Strecke von Leipzig nach Dessau und wie gut gefällt sie euch? Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr im nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.